Hey mein Lieben und herzlich willkommen hier wieder einmal zu einer weiteren Folge von GTA 5. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern oder, naja, wurde euch schon mal von eurer Mama gesagt, hier von wegen, steigt nicht in fremde Autos ein, beziehungsweise zu irgendjemandem ins Auto, den ihr nicht kennt? Es ist tatsächlich so, dass ihr es nicht nur unbedingt in dieser komischen Realitätswelt da draußen machen solltet, sondern irgendwie anscheinend auch in GTA 5. Eigentlich lerne ich immer ziemlich nette Menschen kennen, die mir entweder immer ein Auto geben oder ein bisschen Geld oder sonstiges. Oder mir halt einfach nur ihr cooles Auto präsentieren, so wie dieser nette Herr hier, wo ich voll abgegangen bin, weil ich das einfach nur total übelst episch fand, wie schnell das Auto einfach in die Kurven gegangen ist, wie weiß ich nicht, irgendwo gegengekarrt ist, gleich wieder irgendwo anders hin und ja, keine Ahnung, das, ihr seht das ja selber, wie das Auto abdreht. Da habe ich schon so gerätselt, könnte das vielleicht ein Modder sein? Ja, er war auch voll lieb und so. Bloß dann ist der liebe Herr irgendwie irgendwo gegengekarrt und dann dachte ich mir, voll die Gelegenheit, ich klaue mir jetzt einfach mal das Auto. Und will halt mal selber irgendwie versuchen, damit rumzukarren. Problem ist, ich bin irgendwie ja halt nicht da so reingekommen und dann erst voll spät ist mir aufgefallen, als ich mich ins Auto reingesetzt habe, dachte ich so, what the fuck ist das denn bitteschön? Viele Tausende, ich weiß nicht, 10, 20, 30 bunte fliegende Flugzeuge, also diese übelsten, keine Ahnung, Airbusse, sagt man das? Ich weiß es nicht, und dachte mir, okay, ich versuchte mal da reinzusteigen, hat aber nicht so wirklich funktioniert. Lustigerweise hat das dann übelst angefangen zu laggen und zu haken. Naja, okay, es ist halt schon irgendwie verständlich. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist, oder naja, ist halt auch klar, dass ich sterbe, ne? Aber da gab es so ein Bild, dass ich da voll verzwickt und keine Ahnung lag und dann da erstmal auch übelst so rausgeglitscht bin, da wo ich dann nur dachte so, what the fuck? Nein, was passiert hier? Die Minecraft-Welt, wollte ich gerade schon sagen. Die GTA-Welt geht unter. Ich persönlich finde es eigentlich immer ganz amüsant, sowas halt mitzuerleben und zu sehen. Ja, okay. Wenn man dann halt auch nicht irgendwie gemobbt wird, sozusagen, da drinnen. Ne? Das Lustige ist, wie ihr dann auch zum Schluss sehen könnt, dass ich so ein komisches Gedöns halt auf dem Kopf hatte und dann bei jeder Bewegung natürlich dann halt gestorben bin. Ich glaube, da bin ich nicht die Erste oder so, die sowas leider schon mal miterleben musste. Zum Schluss ist es aber so gewesen tatsächlich, dass ich ohne jetzt zu explodieren einfach damit durch die Gegend fahren konnte, also durch die Gegend laufen konnte und dann auch mich ins Auto reinsetzen konnte, damit fahren konnte und alles Mögliche. Aber ich dachte, es wäre vielleicht mal ganz interessant, euch zu sagen, nicht jeder Spieler, den ihr vielleicht, ob jetzt in GTA oder in irgendeine andere Games-Welt sozusagen kennenlernt, ist halt lieb. Vertraut eure Freunde aber nicht irgendjemanden Fremden oder so, kommt nicht gut. Kommt nicht gut. Und ja, ich wollte euch einfach mal dran teilhaben lassen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Schaut trotzdem mal beim letzten Video vorbei. Ich glaube, das war ein Easter Egg gewesen. Dann verabschiede ich mich. Würde mich über einen Kommi freuen. Dann sage ich Tschüss, Bye und Tschüss.